So, gehen wir zurück zu Autos. Mal gucken, ob Adderley World uns ähnlich gut gesonnen ist wie andere Sets oder ob es wie sein großer Bruder uns bad gesonnen ist. Adderley World, offensichtlicherweise, man will die Expedition-Karten haben. A, weil sie wunderschön sind, B, weil sie wunderteuer sind. Und ja, mal gucken, ob wir die heute mal ziehen können. Das wäre natürlich cool. Lavon, Sailback, 5 Mana 5, 4, kein Effekt. Fängt gut an. Divian Salvager, 3 Mana 2, 2. Immer wenn ihr. Nee, können andere Artefakte oder Kreatur opfern, um eine +1/+1 Marke auf den zu legen. Könnt ihr nur machen, zum Zeitpunkt, wo auch eine Source durchspielen könnt. Langweilig. Hinterland Drake, 3 Mana 2, 3. Kann nicht von Artefaktkreaturen geblockt werden. Nee, er kann keine Artefaktkreaturen blocken. So. Okay. Foundry Assembler, 5 Mana 3-3 mit Improvise. Und das bedeutet, ihr könnt Artefakte tappen, um den um einen Mana günstiger zu machen. Für jedes Artefakt. Destructive Tempering, 3 Mana Sorcery. Ihr zerstört entweder ein Artefakt oder Kreaturen ohne Fliegen können diesen Zug nicht blocken. Okay. Downfeather Eagle. 5 Mana 3-3 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen alle Kreaturen, die ihr kontrolliert, +1/+1 in Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Das ist eine gute Karte. Das ist eine gute Karte. Verdant Autonomat. 2 Mana 1-2. Für 4 Mana könnt ihr eine +1/+1 Marke auf den legen. Druid of the Cole. Joe Cole. 2 Mana 1-3. Tappen für ein Mana, für ein grünes Mana. Dann Imprint of Malus, 2-Mana-Artefakt. Für ein schwarzes könnt ihr das opfern, um dem Gegner eine Handkarte abwerfen zu lassen. Dürft ihr nur machen wie eine Sorcery. Und wenn das Ding vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, dürft ihr eine Karte ziehen. Das ist nicht bad. Decommission, 2 Mana, ihr zerstört ein Artefakt oder Verzauberung. Wenn ihr in diesem Zug ein permanentes Spiel verlassen habt, kriegt ihr noch 3 Leben dabei. Ach, das war dieses Set. Okay. Crackdown Construct. 4 Mana 2-2. Immer wenn ihr eine aktivierte Fähigkeit von einem Artefakt oder einer Kreatur, die keine Mana-Ability ist, aktiviert, bekommt der eine +1/+1. Ne, kriegt der nur +1/+1 mit dazu. Ist keine Marke. Skyship Plunderer. 2 Mana 2-1. Immer wenn der einem Gegner Schaden zufügt, könnt ihr von irgendeiner Art von Countern auf einem permanenten oder Spieler noch einen weiteren Counter drauflegen. Und Gontis Machinitos, keine Ahnung. Ein schwarzes Mana Enchantment. Immer wenn ihr Leben zum ersten Mal in einem Zug verliert, kriegt ihr hier Energie. Und ihr könnt 2 Energie bezahlen, das Ding opfern, um Gegner 3 Leben verlieren zu lassen. Und ihr kriegt Leben in Höhe jedem Gegner. Und ihr kriegt so viel Leben, wie ihr Gegner habt, die für Leben verloren haben. Und unser Rare ist One Nice. Walking Ballista. Doppel-X kommt mit +1/+1 Marke ins Spiel. Für 4 Mana könnt ihr eine +1/+1 Marke drauflegen. Ihr könnt eine +1/+1 Marke runternehmen, um mit der Walking Ballista einen Schaden der Kreatur im Spieler zu spielen. Das ist eine gute Karte, die ist auch, ja, Pionier. Ihr wisst, was da, ja, mit passiert ist. Mountain, Token. Ich bin zufrieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bis ciao, ciao.